Gewalt als Fürsorge, Kontrollbesessenheit. Oft kann die Art von Gewalt vor allem am Anfang leicht mit Fürsorge der anderen Person für dich verwechselt werden. Dass der Partner oder Partnerin ständig wissen will, wohin du gehst, mit wem du bist, was du tust, das ist nicht gesund. Das, was halt nicht bedeuten soll, dass es eine Form von Gewalt ist, dass dein Partner wissen will, wie es dir geht oder wie dein Tag war. Dennoch gibt es halt einen Unterschied zwischen Kontrollanrufen und allgemeiner Information. Isolation von Freunden und Familie. Ich erinnere mich auch an die Situation, man ist in einer neuen Partnerschaft, man vernachlässigt Freunde, Freundinnen und naja, man hat halt eine Beziehung. Das Zeitmanagement ändert sich und man muss halt seine Zeit einteilen zwischen Freunde, dem Freundeskreis und der Beziehung. Doch es gibt einen Unterschied zwischen der Manipulation, wenn dir dein Partner, Partnerin sagt, deine Freunde, die tun dir nicht gut, die haben einen schlechten Einfluss auf dich, ich verbringe doch auch keine Zeit mit denen, warum solltest du es tun? Und das passiert nicht nur in jungen Jahren, sondern auch im Erwachsenenalter. Und es ist extrem gefährlich, weil es deine Verhaltensmuster beeinflusst. Zur Folge hat es, dass du isoliert wirst von Familie, Freunde, Brüdern, Schwestern. Du solltest wissen, niemand hat das Recht, dich von deinen Liebenden zu trennen. Und du musst wissen, dass es sich um eine Form der Manipulation und der häuslichen Gewalt handelt. Unbegründete Anschuldigungen. Es gibt viel Eifersucht in missbräuchlichen Beziehungen. Und dein Partner kann dir zum Beispiel ständig vorwerfen, dass du ihn betrogen haben sollst. Gerade weil die Aussage völlig falsch ist, neigt das Opfer dazu, viel Energie zu investieren, um das Gegenteil zu beweisen. Doch das Opfer möchte nicht, dass der Partner denkt, dass sie etwas falsch gemacht hat. Das ist ebenfalls eine Manipulation und du sollst wissen, dass solches Verhalten eine Form der häuslichen Gewalt ist. Dich verspotten oder in Verlegenheit bringen. Von deinem Aussehen bis hin zu deinem Verhalten oder deiner Arbeit, beleidigende und ständige Kritik ist auch eine ernsthafte Form von häuslicher Gewalt. Wenn eine Frau von ihrem Partner verbal oder emotional gedemütigt wird und versucht wird, sie zu korrigieren oder zu zensieren, dies erzeugt Scham. Und Scham jeglicher Art sollte in keiner Form geduldet werden. Kontrolle über Geld und Finanzen. Finanzieller Missbrauch kann eine weitere Form der häuslichen Gewalt sein. Manche geben ihrem Partner ein regelmäßiges Taschengeld oder entscheiden selbst, wie viel sie ausgeben dürfen. Eine weitere Form kann sein, dass Geld aus der gemeinsamen Kasse gestohlen wird und für Süchte oder fürs Glücksspiel verwendet werden. Das ist auch ein Teil von häuslicher Gewalt. Vergewaltigung in der Ehe. Erzwungener Sex, auch in einer Ehe, ist eine sehr ernsthafte, aber häufig vorkommende häusliche Gewalt. Der Sexualakt wird als Manipulation benutzt und in der Form von Liebesbeweis benutzt. Dies ist eng verbunden mit Drohungen und mit dem Spiel von Triggern. Wenn du ihm nicht dem solltest du nicht nachgeben. Lass dich nicht von solchen Missbrauchen einschüchtern und informiere dich über sexuelle Nötigung. Psychischer Missbrauch. Gaslighting ist eine Form des psychischen Missbrauchs, bei der dein Partner dich glauben lässt, dass du verrückt wirst oder bist. Es ist jedoch eine der stärksten Formen von häuslicher Gewalt und verursacht ein tiefes Trauma und die Infragestellung deiner psychischen Gesundheit. Ständige Anschuldigungen. Eine andere Möglichkeit, dich zu kontrollieren, besteht darin, dich ständig zu beschuldigen.
Es lässt dich denken, dass du keinen ein, also dass du klein bist und einfache Dinge nicht tun darfst und schuldig, dieses ständige Schuldgefühl in dir herumdrehst. Das ist ebenfalls ein Teil der häuslichen Gewalt und du bist es nicht wert. Lass dich nicht zum Opfer machen. Erzwungenes Sexting. Das Versenden von expliziten Bildern und das Warten auf Bildern von dir im Gegenzug ist ebenfalls eine Form von häuslicher Gewalt. Solange du von deinem Partner Druck verspürst, dies zu tun, ist es falsch. Das sollte so nicht sein. Virtuelle Kontrolle ist auch eine Form der häuslichen Gewalt. Im Zeitalter des Internets ist es sehr einfach, das Leben eines Menschen zu kontrollieren, indem man ihn zwingt, Passwörter für soziale Netzwerke oder Profile preiszugeben. Nein, das ist kein Liebesbeweis und keine Fürsorge. Es ist ein Missbrauch deiner Privatsphäre. Verbale Beleidigungen. Abgesehen davon, dass in einer Beziehung keine verbalen Aggressionen geduldet werden sollten, wird es vor allem vor anderen noch schädigerender, insbesondere wenn Kinder dabei sind. Ein Kind, das sieht, wie sein Vater oder Mutter ständig beleidigt wird, trägt schwerwiegende Folgen davon, insbesondere in ihrer Wahrnehmung. Es wird sehr schwierig sein für das Kind, eine gesunde, liebevolle Beziehung zu führen. Das Recht auf Religionsfreiheit. Wenn dein Partner dich dazu drängt, einer bestimmten Religion anzugehören oder dir nicht erlaubt, deine Religion auszuüben, solltest du wissen, dass dies kein normales Verhalten ist. Es ist eine Form der häuslichen Gewalt. Niemand hat das Recht, dich einzuschränken und dir deine Religionsfreiheit zu nehmen. Das willst du nicht und das musst du nicht. Speak up.